Ich weiß, ich sehe super aus. Hab einen Ausschlag gekriegt im Gesicht. Auf jeden Fall bin ich angekommen. Der Flug war ganz gut, die Reise war ganz gut. Und jetzt ist es ungefähr 8 Uhr oder kurz nach 8 in Kabul. Das Abendgebet ist Gott sei Dank schon vorbei. Ich hatte schon die Befürchtung, dass die das nachts nochmal 5-mal wiederholen. Ich bin hier im District 9. Was immer das heißt, ob das jetzt gut ist oder nicht, habe ich noch nicht rausgefunden. Vielleicht kann das nochmal irgendwie aufzeichnen. Ist ja ein bisschen schwierig mit Film und Kamera und so. Ja, und jetzt werde ich mal versuchen zu schlafen. Meine erste Nacht hier an meinem Gästehaus im District 9. Ich bin gespannt. Guten Morgen, Kabul. Der erste Drehtag beginnt. ما در تپس دیم اینجا منتظر شما این خیلی ما یکی موتا شدیم این هم میایم میایم سعیز بر خداحافظ الیکسا Yeah. How are you? I'm fine and you? What did he do? He's changing my skin. Skin. I get a new one. Yeah. Yeah. Oh, my God. That's so good. Oh la la. Oh la la. Yeah, your car is coming. Yeah, yeah. I saw it. No, right now. No, I sat there. It was like... Okay. Also, wenn wir diesen Film fertig kriegen, auch wenn es nur ein Kurzfilm ist, der Wahnsinn. Strom, der ständig ausfällt. Leute, die sich nicht gut behandelt fühlen oder missverstanden fühlen, weil sie eine Anweisung gekriegt haben und dann nicht mehr weiterarbeiten wollen. Leute, die sagen, nö, also die Einstellung drehe ich nicht, weil da sieht man das und das und das wäre für meine Familie und mich unwürdig. Und das Set verlassen. Ich habe jetzt noch 8 Tage vor mir. Wir haben heute den 22. November. Ich vermisse meine Familie und meine Freunde. Ich vermisse mein Zuhause. Ich vermisse freies Bewegen. Nicht ständig das niederste Geschlecht zu sein. Vor 2 Tagen durfte ich nicht mit in eine Garage, weil ich eine Frau bin. Ich musste aus dem Auto aussteigen und musste warten draußen und wurde angeglotzt von allen Männern, als ob ich eine Leberwurst wäre und frei auf dem Markt. Und ich durfte nicht mit in diese Garage fahren als Beifahrer, weil ich eine Frau bin. Und mittlerweile kann ich die Frauen, die sich komplett verhüllen, sogar nachvollziehen. Also wenn ich hier leben würde, ich würde mich auch komplett verhüllen, weil ich gar keinen Bock drauf hätte, so angeguckt zu werden. Einfach gar nicht. The National Museum and everything is broken. Yeah. So it's really sad, actually, because it it's your like, history. You know, yeah, it was like three centuries ago. No, like how much? 18th century 18 was also 19, there. Yeah. And it was like, which, it was the Taliban and yeah. Pakistan? No, the Taliban was and the fighting of the Afghanistan, also Pakistan and Iran also in coming in here and 3 decades was young in war in Afghanistan. Shame on them. Guten Morgen. Ihr seht meinen Ausschlag. Oh. Wird aber besser. Ja. Nicht? Ja, ich bin ganz froh, dass ich heute frei habe und nicht raus darf. Weil das doch echt viel ist zu verarbeiten. Ich habe inzwischen 2 Leute kennengelernt von der Produktion und auch Freunde. Vom Regisseur.
je mehr ich über das Land und die Leute erfahre, desto bewusster wird mir eigentlich auch, wie wichtig die Arbeit jetzt ist. Die kommende Arbeit und das Projekt für diese Leute und für das Land. Ich bin fasziniert davon, wie man in so einer aussichtslosen Situation leben kann und trotzdem so positiv. Hamed, der beste Freund von meinem Regisseur, ist ein wahnsinnig offener, herzlicher Mensch, unglaublich zuvorkommend. Wurde auch schon mehrfach angegriffen oder war Opfer von Selbstmordattentätern. Und ich finde das so, das ist einfach alles so weit weg. Und er meinte, ja, sie hätten einen Französischkurs angefangen. Der hätte 3 Monate gedauert, aber nach der 3. Woche hätte er abgebrochen. Und ich habe noch gelacht und meinte, warum? Und er so, ja, ich war abends in der Theatervorstellung und ein Selbstmordattentäter hat sich in die Luft gesprengt und ich war unter den Opfern und dann konnte ich leider nicht mehr den Kurs besuchen. Ja. Ich weiß nicht, wie ich diese 2 Wochen durchhalten soll. Mental. Und genau das war es, wovor ich einfach Angst hatte, dass ich mich nicht abgrenzen kann davor und dass ich das, ja, genau das war mein Scheißproblem. Und das ist es jetzt auch. I want to take them. Really? Look. Du mir gar nicht sagen, Englisch? Doc. Doc? So sweet. Now it's really cute, huh? Nee, nee. And give, you should tell them they should really give them more food. Mega, but as you know, غذا زیاد بدن لطفا. بغلش کن. بغلش کن. بغلش کن. نه نکن 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 نکن. ما خودم دارم ای بدون نزی ما در خانه این تکسگ کتا دارم really cute I'm coming and then I'm taking برو سوات تیرسو گفتی برو ما So, wir haben es jetzt ungefähr 5 Uhr gleich und ich habe seit 1 keinen Strom. Ich habe auch irgendwie bald jedes Hörspiel gehört auf meinem iPod. Ich bin dabei, sie auswendig zu lernen. Und ja, mein Akku neigt sich dem Ende. Ich habe überlegt, duschen zu gehen, aber habe nur eine Lampe dafür und weiß auch nicht, wie es mit dem Generator aussieht für Warmwasser. Ja, und jetzt nerve ich gerade alle meine Leute. Sie sollen mir bitte Sprachnotizen schicken und von ihrem Leben erzählen und von ihren Problemen, weil mich das immer beruhigt, irgendwie Stimmen zu hören. Und ich habe heute Hausarrest, weil es nicht so sicher ist, heute draußen zu sein. Und ja, meine Crew unterwegs ist für die Planung für den nächsten Drehtag. Da wir wieder Strom haben und ich gerade alleine zu Hause bin, wollte ich euch kurz mal meinen Schlafplatz oder mein Guesthaus zeigen. Das ist mein Schlafzimmer. Es sieht super bequem aus, aber es ist ein Holzbrett. Dann kommt mein absolutes Highlight. Mein neues Badezimmer. Ich liebe es. Das ist mein Plumpsklo. Wir haben uns schon sehr gut angefreundet. Ja. Aber Leute, es geht alles, wenn man nur will. Jetzt laufen wir in die Küche. Hier gibt es sogar eine Waschmaschine. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich hier, weil die meisten Leute doch immer noch alles per Hand machen.
Und ich darf nicht zu nah ans Fenster, weil ich bin nicht bedeckt. Der Kühlschrank ist natürlich mega, nur dadurch, dass ungefähr zweimal am Tag der Strom ausfällt, weiß ich nicht, ob man wirklich einen Kühlschrank braucht. Jetzt zeige ich euch noch kurz das Wohnzimmer. Das ist eigentlich so der Aufenthaltsraum und hier essen wir dann zu Abend auf dem Fußboden, wie man das kennt. Was ich aber eigentlich ganz gerne mag, muss ich sagen. Und ganz wichtig in diesem Raum ist der Heizstrahler, weil es wird abends echt so kalt, dass man den braucht. Ja, das war jetzt gerade wieder so eine Situation. Eins von den Straßenkindern, Jalal meint, die gehören der Mafia an und der klebt jetzt einfach gerade eine Straße lang an unserem Auto. Und das sind genau so Situationen, die ich einfach nicht handeln kann, die mich super überfordern. Ich habe echt nie Angst gehabt davor, irgendwie, dass mir was passiert. Oder ich habe auch immer gesagt, ich habe keine Angst davor, irgendwie zu sterben. Aber ich habe hier manchmal wirklich Todesangst. Und ich fühle mich, wenn ich schlafe, echt am sichersten. Wir sind jetzt gerade bei einem Geschäftsmann hier und er zeigt uns sein Lager. Und das ist alles handgemacht, das waren so Teppiche, Stoffe. Guckt euch das an. Ja, und er will das ganze Haus renovieren und dann ein Café machen, wo die Leute entspannt und sicher einkaufen können mit Security. Und er hat ein Schaf. Ich würde halt nur kommen, um das Schaf zu sehen. Scheiß auf die Teppiche. Schaf gucken. Wir sitzen gerade bei der alten Location alle zusammen. Wir wollen eigentlich zur neuen Location, aber zu der können wir gerade nicht fahren, weil unsere Sicherheitsleute gesagt haben, es ist nicht sicher. Und deswegen wird die Location gerade geändert. Ich weiß nicht, ob die extra vorsichtig sind wegen mir, ey. You always smiling, huh? Und ob die sonst da drehen würden oder ob die gerade wirklich alles ändern wegen mir. Auf jeden Fall, unsere Sicherheitsmänner vor der Tür passen auf. So, wir haben heute Samstag, den 26. Ich dachte, ich mache mal einen kurzen Bericht. Die Dreharbeiten sind beendet. Es war mega anstrengend und ja, ich bin froh, dass wir das irgendwie gepackt haben. Zwischendurch geht es mir eigentlich ganz gut. Und dann habe ich wieder so Einbrüche, wo ich einfach emotional komplett überfordert bin. Ich bin müde, diese Stadt macht müde, die Menschen, die Kultur macht müde. Es ist immer ein Kampf. Meine letzte Nacht. Und wir hatten jetzt gerade noch eine Abschiedsparty. Ja, war total schön. War anders, aber war total schön. Und egal wie die Eindrücke waren und egal wie schwierig es zwischendurch manchmal war, ich habe echt richtig, richtig tolle Menschen kennengelernt. Und Freundschaften geschlossen. Und ich bin froh, dass ich es mit meinen eigenen Augen gesehen habe. Ja. Und ich freue mich auf zu Hause. Aber ich weiß auch, was das für die Menschen hier bedeutet hat. Dieses Projekt und das
jemand von außen sich getraut hat, hierher zu kommen. Why you do what you do? I'm a filmmaker. Yes. Yeah. 2030 or 40, I graduated from Kabul University. Yes. And I started filmmaking. Yeah, you start with short films. Why? Yeah, short films. Because in Afghanistan, it doesn't have a budget for a high movie. Okay. Yeah. And we always, when we making movie, short movie, it's on money. On your own. Yeah. Yeah. Why you stay here? Because everybody, we talked before a lot yeah. of it. And everybody's leaving. Like yeah. from your family, you have like seven? Yeah, seven bro and mom, dad. Yeah, seven brothers. Yeah. Afghanistan or Kabul is the place that we have a good opportunity to show the make movie. If go to outside, we didn't know someone or we didn't some work because everything, all history is in here. Your mind is different, yeah? Mm-hmm. You're open-minded. So describe how is it here for you to live right now? More of war and 3 decades of war, we have a good life. Yeah. And women's and men's, everyone. After the war that we are seeing, the world also seeing, it's coming for bad situation in Afghanistan. Yeah. And everyone was before open mind. And right now it is centered like a drama, Taliban, Daesh, same things, bullshit, like this. Because everyone wants to hope, but no one is too keeping us for life. You put so much energy yeah. in your project and your life, and you really believe in this country. So what's your next step after your short film? Yeah, after the next short, I will make another movie, like 90 minutes. Tashakkor, Lala, for, what? For everything. No, for just yes, for the everything. First, no, the first time I told it, don't say me. Don't thank say you, thank and, you and sorry. Yeah, I know, but Tashakkor. Tashakkor really, means like. Yeah, no, thank you for everything. No, just, and the yeah. time, and that you believed in me also yeah. to work with me, and I hope you be happy with the yeah. result. And because I believe you, but we. It's not of not mine. And it's together that yeah, you are can we did it together. Together. Yeah. You also look like Afghani yeah, girl. Yeah, I look like an yeah. Afghani girl. I Afghani know. Girl. But you next don't time like I it. Talk like this. Yeah. Oh, and Dari, everything. No, so please don't talk right. I can only one sentence. Yeah, no, before that you talking in car. That was actually my best story. Yeah. So, but I can say it again. Dojek ma de waki inisti. Man ma asta. Amma shuma da film nama. It's mean you, I'm a real man.